Habe ich gesagt. Los! Beruhigt euch doch endlich! Aua! Warst du das? Nee, Frau Müller-Borello. Was soll ich denn gewesen sein? Na. So, macht, was ihr wollt. Die Möbel scheint völlig auszuflippen. Haut sich auf den Rücken und fragt, ob ich das war. Das habe ich mir noch gleich gedacht. Die 9A will mal wieder die Mübo fertig machen. Was ist los? Guck mal nach oben. Nicht so auffällig. Ich mach das schon. Na los, komm. Brenn der Alten noch einen über. Ja, mach ich ja schon. Sag nur, seid ihr wohl nicht mehr ganz dicht, was? Schwinde, Bubi, sonst kriegst du auch noch einen. Mit purer Gewalt schaffst du mich nicht. Bestell dir schon mal ein Bett im Krankenhaus. Mach ich. Aber für dich. Na, Kleine, ist deine Mutter da? Ja, und der Dicke ist auch schon drin. Ah, umso besser. Danke. Der Nachhilfeunterricht muss heute ausfallen. Naja, so viel Lernen soll ja auch nicht gesund sein. Was ist denn los? Na da, siehst du es nicht? Was ist denn mit der Scheibe passiert, Frau Müller-Borello? Hier, das ist passiert. Damit hat Ihnen also jemand die Scheibe eingeworfen? Mhm. Allmählich halte ich das wirklich nicht mehr aus. Vorige Woche haben Sie mir die Reifen zerstochen. Und telefonisch werde ich auch belästigt und beschimpft. Vielleicht kann sich Ihr Mann mal darum kümmern. Ich habe keinen Mann mehr, Tim. Ich bin vor ein paar Monaten geschieden worden. Ich glaube aber doch, dass es kein Zufall ist, dass wir in der Schule immer so schikaniert werden. Tim hat einen Riecher für sowas. Der ersetzt ein Dutzend Kriminalbeamte. Ich möchte euch bitten, euch da rauszuhalten. Solchen brutalen Kerlen seid ihr nicht gewachsen. Keine Angst, Frau Müller-Borello. Wir arbeiten mit Köpfchen. Also wir werden jedenfalls die Augen offen halten. Na komm, Christian. Steckt System dahinter. Naja, zum Glück haben mir ja Bettger und Drechsel Rache angedroht. Vielleicht komme ich der Sache dadurch auf die Spur. Hey, da kommt Tim. Hey, King. Komm her. Was ist los? Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Moment mal. Sehr witzig. Nein, nein, sehr traurig. Ich weine gleich in meine Cola. Also, wer war das? Das war eine 90-jährige Oma. Die kam an und hat dann mit ihren Milchzähnen die Kette durchgebissen und hat sich hinterher an einem Querfeldeinrennen beteiligt. Ja, nun wieder.
Pass lieber auf, dass ich euch nicht ins Säuglingsheim einweise. Hey, Gabi, wart doch mal. Wir sprechen uns noch. Hallo, Tim. Mein Fahrrad ist geklaut worden. Da hinten. Eben habe ich einen mit dem Rennrad an mir vorbeifahren sehen. Da habe ich noch gedacht, das könnte dein Rad sein. Du, das war's auch. Ja, und wer saß drauf? Der Sohn vom Reifenhändler Seibold. King nennen sie ihn. Okay, danke, jetzt weiß ich genug. Tschüss. Tschüss. Wohl einbrechen, was? Dich übergebe ich gleich der Polizei. Ja, rufen Sie mal nur die Polizei. Die kann dann gleich den Dieb meines Rennrades festnehmen. Rennrad? Spinnst du? Da drin. Ach, das da. Das steht schon lange da. Ja, das musst du erst mal beweisen, dass es dir gehört. Ja, los, mach, dass du wegkommst. Ich habe anderes zu tun, als mich um Lümmel wie dich zu kümmern. Moment mal, ich kann beweisen, dass das mein Rad ist. Erstens habe ich eine Spezialausrüstung. Und zweitens ist mein Name an einer versteckten Stelle eingerutscht. Ja, ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Los, ich ab, sonst mache ich dir Beine. Was war denn? Hast du das Rad geklaut? Na und? Los, schaff es mir vom Hals. Du bringst das ganze Unternehmen in Gefahr. Gibt's doch gar nicht, da steht's ja. Ja, du weißt sicher nicht mehr, wo du das hingestellt hast, oder? Nein, bestimmt nicht, Herr Wachtmeister. Dieser King hat's wahrscheinlich mit der Angst zu tun bekommen. Aber da ist noch was. Die Pflastersteine da bei Otto Seibold im Hof, das sind genau dieselben wie... Ja, genau dieselben wie überall, wo gepflastert wird. Ja, ja, Junge, nimm mal dein Fahrrad und fahr nach Hause. Für mich hast du eine viel zu rege Fantasie. Komm gleich wieder. Alles klar. Na, guck mal. Der Kleine hat seinen Tretroller wiedergefunden. Aber andere des Diebstahls verdächtigen. Da ist er groß. Naja, wenn King wiederkommt, wird er ihm wahrscheinlich einen Denkzettel verpassen. Hallo, Borello. Ah, King. Hier, wie verabredet. Wer gut arbeitet, soll auch gut bezahlt werden. Wie gesagt, nicht locker lassen. Hm? Tschüss. Na, wen haben wir denn da? Bist du nicht der, der in unseren Schuppen einbrechen wollte? Nee, ich bin der, dem du das Fahrrad geklaut hast. Und dann hast du es aus Angst vor der Polizei auf die Straße gestellt. Junge, Junge, du bist wohl lebensmüde. Wie kommst du denn darauf, dass ich Angst vor der Polizei habe? Vielleicht habe ich sogar vor dir Angst. Das kann ja noch kommen. Hey! 20 Mark hat das Schloss gekostet. Ist was? Nee.
Mensch, ist das langweilig. Jetzt hocken wir schon stundenlang hier und nichts passiert. Ja, außer dass es regnet. Gib mir auch mal ein Stück. Du kannst ja Englisch Vokabeln üben. Ich höre dich gerne ab. Nee, danke. Aber die Mübe könnte uns wenigstens mal eine Tasse Kakao servieren. Mensch, Klößchen. Die weiß doch gar nicht, dass wir hier bei ihr in der Garage sind. Das weiß sie nicht. Oh, das wird sie doch nur beunruhigen. Ich meine, die scheint die Zusammenhänge doch noch überhaupt nicht zu ahnen. Was für Zusammenhänge denn? Psst, bleib mal still. Da kommt jemand. Ich glaube, ich spinne. Kennst du den? Ja, der war neulich mit King zusammen. So ein feiner Pinkel mit dem Rocker? Und jetzt verschwinde, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich werde mir mein Recht schon verschaffen, darauf kannst du dich verlassen. Mach, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Notfalls mit Gewalt, es gibt noch andere Mittel. Jetzt geht er wieder. Und nun? Wir warten weiter. Oh Gott, ich schlag hier schon Wurzel. Echt? Das ist keine gute Idee. Willst du nicht wenigstens zu Mübe gehen und fragen, wer das war? Später. Weg! Na, King? Mist, verdammt! Bleib stehen, Mensch! Wieder jemand versucht, an ihrem Auto herumzumontieren. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, wer war übrigens der Mann vorhin, der da so rumgeschrien hat? Ach, der hat doch mit sowas nichts zu tun. Das war mein geschiedener Mann. Wir haben Streitigkeiten wegen des Kindes. Er will, dass Katharina ihm zugesprochen wird. Da hat jemand versucht, die Mutter anzulösen. Und der das versucht hat, heißt übrigens King, hat gestern von ihrem Mann Geld bekommen. Außerdem sind Bedgar und Drexel gute Freunde von dem. Das kann doch auch alles ein Zufall sein. Und außerdem, wenn meine Versetzung an die andere Schule durchkommt, dann hat dieser Spuk sowieso ein Ende. Aber diese 9a ist mein Untergang. Oh, das wollen wir auch mal sehen. Es würde mich nicht wundern, wenn sich die 9a ganz schnell ändern würde. Wiedersehen. Tschüss. Karl, Christian! Du, sag mal, das ist doch der Ulrich. Wieso ist der nicht auf dem Pausenhof? Weiß ich nicht. Fragen wir ihn doch mal. Na, was spielt sich denn da drin ab? Nichts, was soll ich denn abspielen? Sind da die Heimwerker drin? Quatsch, die Klasse will ja nur einen Streich spielen, ne? So, aus Spaß. Aus Spaß, diese Späße kennen wir. Also, was passiert da drin? Die wollen doch nur den Schuh von der Mübo ansehen. Hast du das gehört? Nur ansehen. Okay, du kannst denen sagen, dass die Luft rein ist, aber erst, wenn wir uns versteckt haben. Komm. Nee, du kommst jetzt erstmal mit. Komm. Mitkommen. So, wo ist der Platz von Bedgar? Ja. Da. Ah. Karl, hab schon verstanden. Oh, schnell, komm. So, Freunde, gleich gibt's eine prima Vorstellung. Komm! Morgen, setzt euch. Warum setzt ihr euch nicht? Das ist eine ungewöhnlich höfliche Klasse, Frau Studienrätin. Sie setzt sich erst, wenn Sie sitzen.
Welcher Idiot war das denn? Na du, wer denn sonst? Wie kommst du denn in diese Klasse? Durch die Tür. Du hast dir doch hoffentlich nicht wehgetan. Also Leute, hört mal zu. Ihr habt ja jetzt gemerkt, wie leicht man mit solchen Typen wie Bettger und Drechsel umgehen kann. Lasst euch von denen also nicht mehr aufhetzen. Und noch was. Seid bitte ein bisschen netter zu eurer Lehrerin. Sonst bekommt ihr zwar eine andere, aber keine bessere. Dankeschön. Arme Erdbeer, bitte. Noch einmal Schokolade. Mensch, Klößchen. Ist was? Das habt ihr ja prima gemacht. Aber ich muss euch noch was sagen. Das hat mir Bettger selber gesagt. Er und Drechsel sollen als Mechanikerlehrlinge beim Borello anfangen. Der hat ja eine riesige Werkstatt mit allem drum und dran. Na, das wollte ich euch nur sagen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss und vielen Dank, ne? Ja. Komm mal mit, bitte. Sag mal, das ist ja ein Riesending mit Borello. Der hat doch überhaupt gar keine Autowerkstatt. Pass auf, ich sehe mir den Laden von Borello mal an und du beobachtest King. Warum nicht Karl oder Gabi? Warum immer ich? Du weißt doch, Karl ist auf der Computerausstellung und Gabi willst du diese schwierige Aufgabe doch auch nicht zumuten, oder? Natürlich will ich das nicht. Also, du gehst jetzt zu King und ich beobachte Borello. Und nimm deine Funksachen mit, damit wir in Kontakt bleiben, okay? Okay. Tschüss. Mensch, wann kommt der denn endlich? Naja, er wird schon kommen, keine Sorge. Na, hoffentlich. Er ist zuverlässig. Ach, da kommt er. So, wie bestellt. Schön. Papier auch in Ordnung? Natürlich, ist eine saubere Arbeit. So, hier, der neue Wagen. Prima. Okay. Hat doch wieder hervorragend geklappt, ne? Mein Kunde wird sich freuen. Klößchen, hörst du mich? Sie fahren jetzt los. Kommen. Verstanden, Ende. Tim, da kommen sie. Ende. Fahr inzwischen den Blauen raus. Ich muss erst mal telefonieren. Okay. Getan? Gar nichts, voll ist der. Sonst nichts, er hat die ganze Flasche Wodka ausgetrunken. Wer hat ihm denn das Zeug gegeben? Das ist ja gar kein Wodka. Schnell einen Arzt. King wurde vergiftet. Hallo, Tim. Mensch, melde dich doch. Ja, was ist denn, Klößchen? Komm sofort her, King ist vergiftet. Was ist los? King ist vergiftet, komm sofort her. Ja, okay, ich komme. Ende. Ich möchte mal wissen, wo der bleibt. Der müsste doch längst mit dem zweiten Wagen da sein. Vielleicht ist was dazwischen gekommen. Ach, was soll schon dazwischen kommen? Ich werde mal hinfahren.
Wenn da was nicht klappt, habe ich mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ja, ja, schon gut. Bringen Sie ihn denn hin? Ins Marienkrankenhaus. Wollen Sie mitfahren? Nein, nein. Ich muss hier bleiben. Gut. Was steht ihr denn noch hier herum? Los, haut ab! Du, das ist ja ganz toll. Bloß weil er dich anmotzt, gehst du wirklich. Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Die sollen nur denken, wir wissen nicht, was los ist. Ich weiß es ja auch nicht. Du vielleicht? Ja. Guck mal, wer da kommt. Herr Steibold, wo bleibst du denn? Komm schon. Los, komm, ruf die Polizei, der Glockner soll kommen. Wieso? Ist das Fahren von Autos verboten? Nein, aber das Fahren von gestohlenen Autos ist verboten. Woher willst du wissen, dass sie gestohlen sind? Ach, pass auf, ich erklär's dir. In der Zeitung hat gestern gestanden, dass irgendjemand 4 teure Sportwagen gestohlen hat. Und in einem dieser Sportwagen hat sich eine Flasche Wodka befunden, in der aber Insektenvertilgungsmittel war. Mensch, das ist ja ein Ding. Und worauf warten wir eigentlich noch? Bis alle Autos Barborello sind? Pass auf. Damit Taborello und seine Hintermänner, wenn er welche hat, sich nicht aus der Affäre ziehen können. Und jetzt hau ab und ruf die Polizei. Karl, bitte kommen. Hier ist die Zentrale von TKKG. Bitte kommen. Kannst du bitte ganz schnell mit Gabi zum Autohaus Borello kommen? Verstanden. Over. Okay, danke. Tschüss. So, geschafft. Wann kommen denn Ihre Leute mit dem Transporter? Heute Nacht. Die genaue Uhrzeit gebe ich Ihnen noch telefonisch durch. Was war denn mit King los? Na, in dem Wagen, da lag eine Wodkaflasche drin und davon hat er getrunken. Es war aber Gift drin. Es geht ihm aber schon wieder besser. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn er nun auspackt, wenn vielleicht die Polizei ihn vernimmt und er aussagen muss, wie er zu dem Zeug gekommen ist. Das hätten wir auch so erfahren. Meine Herren, Sie sind festgenommen. Wegen Autodiebstahls und Mittäterschaft bei Autoschiebereien. Das haben Sie den Vierner zu verdanken. Danke. Klasse, habe ich das wieder gemacht. Wieso denn du? Bist du vielleicht in deinen Schrotthaufen gekrochen, um deine Pflichten zu erfüllen? Oh ja, ja, wir wissen ja, dass du ein Held bist. Sag ich doch!